Und wird gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Noch aus mit der Sprache, sehe ich vielleicht so aus, als könnte ich mich für meinen Sohn sorgen, ja? Bitte, würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Meine Ex war auch von der Sorte. Intrigant und hinterfotzig. Die hat sich wenigstens im Bett nicht so angestellt. Emanuel. Was guckst du mich denn an wie ein Schaf? Ich hab gesagt, dass Schluss ist. Aus, finito, falls du Italienisch besser verstehst. Das ist die Hölle und das alles nur deinetwegen. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Aisha! Du nimmst mir meinen Mann nicht weg. Überhaupt nichts mehr, Sie... Aisha, bitte setz dich hin. Wir haben doch über alles geredet. Ich denke, es ist klar, du warst doch mit der Trennung einverstanden. Ja, weil du mich überrumpelt hast. Ich hatte doch überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Sag mal, was redest du denn da? Und? Hast du jetzt Zeit gehabt zum Denken? Allerdings. Und deshalb werde ich auch im Zulu kämpfen. Ich liebe ihn nämlich. Ich liebe ihn auch. Du willst doch nur deine Finger nicht von ihm lassen. Aus purem Egoismus. Aisha, du kannst es nicht ertragen, dass er mit einer anderen glücklich ist. Also, das ist ja wohl die Höhe. Aisha, du hast ihn doch nur unglücklich gemacht. Nein, Svenja, du hattest doch eine Chance. Jetzt bin ich dran. Aisha, bitte, jetzt hör mir mal zu. Bitte. Warum willst du alles noch komplizierter machen? Es ist doch gar nicht kompliziert. Du bist etwas durcheinander. Das ist verständlich nach allem, was passiert ist. Alte Gefühle können mal aufflackern. Das ist kein Aufflackern! Du hältst dich jetzt da ganz raus! Sylo, ich und das Kind in meinem Bauch, wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Bitte, verstehst du? Sag mal, Aisha, jetzt warte mal. Wir können doch... Wir reden miteinander. Warum? Glaub mir, ich kann verstehen, dass du mit deinen Gefühlen durcheinander bist. Schließlich wart ihr so lange zusammen. Aber wenn wir erst mal wieder im Elsass sind, dann wird alles sein wie vorher. Entschuldige, der Saft ist bestimmt nicht besonders kalt. Aisha, bitte. Warum machst du dir etwas vor? Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ich kann nicht anders. Es ist vorbei. Aber wir werden doch ein Baby haben. Denkst du da gar nicht dran? Du wolltest doch so gerne eine richtige Familie. Aisha, bitte, komm. Hör auf. Natürlich denke ich daran. Und ich werde auch immer für das Kind da sein. Und das Restaurant im Elsass, das werde ich dir auch überschreiben lassen, damit du abgesichert bist. Das Restaurant? Das ist mir doch völlig unwichtig. Ich will dich. Ich will, dass wir wieder glücklich werden. Zusammen. Aisha, komm. Aisha, bitte, hör auf. Es ist vorbei. Es tut mir leid. Ich gehöre zu Svenja. Ich kann nicht anders. Ich hoffe für dich, dass Svenja genauso denkt wie du. Wir reden dann morgen weiter, ja? Ich bin müde.
Habe ich euch aufgeweckt? Nö. Du, wir stehen immer um 7 Uhr auf. Entschuldigung, aber Kaffee ist schon fertig. Sag mal, kann es sein, dass wir heute Nacht irgendwas verpasst haben? Genau. Die Heinz und Frauchen waren da, oder? Nee. Ich habe bloß jede Menge nachgedacht. Mein Auftritt gestern vom Sonntag ging ja voll in die Hose. Er hat mir jetzt wahrscheinlich für ein Alien oder irgendwas. Mhm. Und deshalb kriegst du gleich eine Putzattacke. Und das auch noch vor Morgengrauen. Oh. Ich musste mich ganz einfach beschäftigen. Jedenfalls habe ich beschlossen, dass ich ab jetzt wieder voll durchstarte. Es wäre doch gelacht, wenn ich mein Leben nicht wieder in den Griff kriegen würde, oder? Nicht die schlechteste Idee. Eben. Und deshalb werde ich mir jetzt erstmal eine Wohnung suchen. Das ist momentan das Beste, was ich für Timmy machen kann. Ja, sauber. Die alte Annalena ist zurück. Auf die Durchstarterin. Cheers. Wie viel ist das jetzt eigentlich? Magst du auch noch einen Kaffee? Nee, ich habe ohnehin schon einen Koffein-Cola. Wo ist meine Uhr? Wie spät ist es denn? Ich glaube, so gegen 7. Ich habe völlig die Orientierung verloren nach unserem Beziehungskistenmarathon. Weißt du, was das Schlimme ist? Dass Aisha eigentlich recht hat. Womit? Mit ihrem Vorwurf. Ein Gefühl von Sicherheit oder Beständigkeit. So richtig habe ich dir das wohl nie geben können. Ach komm, Quatsch. Jetzt hör auf. Doch. Heute die Idee, morgen eine andere. Onkel Ismet war ja auch immer gegen mich. Ach, Svenja. Komm, jetzt hör auf mit dem Blödsinn. Außerdem läuft Onkel Ismet sowieso außer Konkurrenz. Und das bisschen hin und her ist doch völlig normal in einer Ehe. Sonst wird's nur langweilig. Ein Glück, dass du immer so schöne Ausreden hast. Von wegen. Wir sind eben beide ziemliche Dickschädel. Da sprühen noch mal die Funken. Außerdem bin ich nicht ganz unschuldig, oder? Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Vorschlag. Wir lassen jetzt einfach Vergangenheit Vergangenheit sein und konzentrieren uns ganz auf unsere Zukunft, hm? Würde ich ja gerne. Aber irgendwie traue ich dem Frieden noch nicht. Komm, sei ein bisschen optimistischer. Schließlich ist es nicht leicht für Aisha, die ganze Situation zu verarbeiten. Aisha ist vielleicht auch nicht das Problem. Ist doch völlig okay, dass sie ein bisschen überreagiert. Aber was ist mit ihren Brüdern? Mich gerne so nennen, wenn du draufstehst. Nein, nein, ich dachte, Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Hey, hey, Süßer, nicht so schnell. Was diese Lara da kann, das kannst du mit Sicherheit bei mir auch kriegen. Wie hättest du es denn gerne, ne? Sie verstehen nichts. Ich will Lara und sonst keine, okay? Bist du dir da ganz sicher? Dann eben nicht. Hey, warten Sie einen Moment, ich will Sie noch was fragen. Hör mal, Gunnar. Wenn du hier sowieso keinen Stich landen willst, dann mach dich vom Acker. Und zum Reden such dir einen Friseur. Hey! Hey! Hallo? Kennen Sie Lara? Sie hat kurze dunkle Haare, ist sehr hübsch, etwa 1,65 Meter groß. Ja, die muss aber eine ganz besondere Nummer drauf haben, was, Kleiner? Kennen Sie das Mädchen nun oder nicht? Ja, Logo.
Unter Arbeitskollegen kennt man sich ja fast immer. Hallo. Und, wissen Sie, wo man sie finden kann? Tja, offensichtlich ist sie hier nicht. Wahrscheinlich besorgt sie gerade einen frei im Auto oder so. Kann ja sein. Für das Geld kannst du etwas freundlicher sein, ja? Ja, ja, Mann, reg dich wieder ab. Ist ja schon gut. Mein Gott. Willst du einen ganz heißen Tipp? An deiner Stelle würde ich das Mädchen nicht wiedersehen. Scheint dir nicht gut zu bekommen. Aber ihre Nummer schreibe ich dir auf. Da, bitte. Jemand zu Hause? Nur zu, junge Frau. Sie kommen gerade richtig für einen kulinarischen Hochgenuss. Hm. Was gibt's denn? Nudeln? Welch profane Bezeichnung. Es handelt sich hierbei um feinste italienische Teigwaren. Fettuccine alla Livia. Lecker. Vielleicht esse ich nachher was davon. Frank Töppers, wir haben fast mitten im Sommer. Du musst dich ausruhen und dafür braucht man Wärme. Das sagt Tante Tilly auch immer. Was ist? Bist du krank? Deine Mutter musste heute Nacht 20 Mal raus, weil der kleine Töpperino sein Elfenbein anmutendes Gebiss vervollständigt und hat jetzt einiges nachzuholen. Das nächste Mal wächst du mich aber bitte auf. Bei meinem Tiefschlaf verpasse ich sonst noch Juniors erste Schritte. Mehr nicht auszudenken. Das bisschen Aufstehen nachts mache ich doch gern. Bleib ich wenigstens in Übung. Für den Fall, dass wir selbst noch mal... Oh, Frank Töppers Junior, der Zweite. Oder die Zweite. Was ein Pächter, die jetzt in den Laden muss. Sonst würde ich die Fabrikation sofort in Angriff nehmen. Frank? Entschuldigung, ich meine ja bloß. So, dann mal bis später. Tschüss, Mascherlein. Was war denn das gerade? Was meinst du? Die Kugelfischnummer. Bisschen geschmacklos. Für meine Begriffe jedenfalls. Und ziemlich unfair Paps gegenüber, findest du nicht? Und wieso? Das tut auch nicht so. Ich denke, du hast dich vor zig Jahren sterilisieren lassen. Ja, stimmt. Das tut mir auch schon ewig leid. Aber es hat sich bisher einfach noch keine Gelegenheit ergeben, es deinem Vater zu sagen. Tja, dann solltest du das mal schleunigst nachholen. Gehst du schon wieder? Willst du gar nichts essen? Nein, danke. Der Appetit ist mir vergangen. Vielleicht lässt sich der Eingriff ja rückgängig machen. Die Ärzte heutzutage können doch fast alles. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Kein Wunder, dass Sulu mich nicht mehr will. So wie ich aussehe. Du musst nicht traurig sein, dass ich so viel geweint habe. Es ist nur, weil dein Vater gestern weggegangen ist. Aber heute, da kommt er ganz bestimmt zurück. Er kann ja gar nicht anders. Er liebt uns. Wir sind doch seine Familie. Und? Jetzt erzähl schon, was war? Wir haben viel geredet. Ja, und weiter? Sulu braucht erst mal Zeit zum Nachdenken. Ich hab doch gewusst, dass das nichts bringt, wenn du mit ihm alleine redest. Hör zu, hier geht es um die Familienehre. Vergiss das nicht. Also, ich will Fakten, klar? Wann ist die Hochzeit? Siehst du, Tim, ich habe dir doch gesagt. Mit dem neuen Sportcoupé, da fährt es sich noch mal so gut. Dagegen ist Schumis Feuerwehrauto die reinste Seifenkiste. Ein Glück, dass er dich nicht versteht. Ja, ne, sonst denkt er am Ende noch, ich mag keine Formel-1-Rennen. Ach, Menschenskinder, wie kurz so eine Stunde ist. Ich muss schon wieder in den Laden. Ich höre sie schon rufen, all meine Dichtungen und Rohrzangen. Aber das ist nun mal unser Beruf, ne, Timmy? Und wenn du mal groß bist, dann wirst du der Beste Frank. Für seine Karriere als Super-Timmy hat er wohl noch ein bisschen Zeit, findest du nicht?
Ach ja, und denk dran, dass du heute Abend noch bei Andrea im Laden vorbeigehen wolltest. Die kriegt sonst noch einen Hitzschlag. Oh, ja, richtig. Die Klimaanlage hätte ich fast vergessen, wenn ich dich nicht hätte. Hallo. Schätzelein, hallo. Ach, du glaubst gar nicht, wie die Mama dich vermisst hat, mein Babylein. Wollen wir zwei beiden jetzt noch ein paar Runden drehen? Wir zwei allein, ha? In deinem schicken neuen Wagen, mein Schätzchen? Babylein. Ja, ich würde gern ein bisschen Zeit mit Timmy verbringen. Vielleicht eine Stunde oder so. Nö, das wüsste ich aber. Wozu werden denn diese Besuchsregelungsgezeiten oder wie das heißt gemacht, damit man sich dran hält? Und das gilt für alle. Kommst du? Manu, ich habe diese Schnipsel hier in deiner Wäsche gefunden. Ich weiß nicht, ob du das noch aufheben wolltest. War das ein Foto von Niki? Ja, wenn es zerrissen ist, wird es wohl zum Wegwerfen sein. Kann ich jetzt bitte in Ruhe weiter telefonieren, ungestört? Ja, Entschuldigung. Ja, hallo. Ich möchte bitte mit Lara sprechen. Ja, ich muss unbedingt mit ihr. Nein, ich muss unbedingt mit ihr sprechen. Ist ja auch egal. Ja, wann hat sie denn wieder frei? Morgen erst. Ja, dann sagen Sie ihr bitte, sie soll morgen ins Ortruths kommen. Ja. Nein, sie kennt das Café. Um 16 Uhr. Gut. Ja, ich weiß, was das kostet. Alles hat seinen Preis. Total gut! Hereinspaziert, junge Frau. Erleben Sie mit uns die Auswirkungen der Klimaverschiebung. Ja. Wohnungssuche nicht so gut gelaufen? Oh, danke. Zu viele Interessenten mit zu viel guten Karten. Ach, lass sie nicht unterkriegen. In der Zeitung stehen mehrmals pro Woche über die Wohnungen drin. Es geht gar nicht unbedingt um die Wohnung. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass Töpper so fies sein kann. Er hat einen jetzt schon wieder angestellt. Ich bin Frank und Livia vorhin zufällig in der Galerie begegnet. Ihr hättet mal sehen sollen, wie die sich aufgeführt haben. Wie die Bilderbuchfamilie par excellence. Und das alles mit meinem Timmy. Es ist auch Töppers Timmy. Ja, okay. Aber wenn ich mein Kind für eine Stunde sehen will, für eine Stunde, dann macht Töppers einen auf stur und pocht auf dieses blöde Besuchsrecht. Jetzt trink mal einen Schluck. Das kühlt erhitzte Gemüter. Es ist doch wahr, echt. Mir wird das Sorgerecht entzogen. Ich darf mein Kind nicht mehr sehen. Und wer kümmert sich jetzt, ach, so herzzerreißend um meinen Sohn? Eine völlig fremde, Livia. Ja, ungerecht ist es natürlich schon. Ungerecht? Hey, ich bin die Mutter, nicht die. Außerdem, die tut doch nur so. In Wirklichkeit benutzt sie Timmy als Köder. Spielt Frank die treu sorgende Ersatzmutter vor. Aber nur, damit er ihr nicht wieder vom Haken springt. Sag mal, Süße, sollen wir mal mit ihm reden? Hm? Ja, genau. Er muss die Klimaanlage sowieso reparieren. Wäre eine unverfängliche Gelegenheit. Ihr seid echt lieb, aber lasst mal gut sein. Das müssen wir beide allein hinkriegen. Ich brauche jetzt erstmal frische Luft. Ciao. Hi. Ciao. Warum muss Liebe so wehtun? Jetzt vergiss doch mal Emanuel. Es ist ja nun wirklich kein Romeo. Zumindest nicht so einer wie der hier. Ihr kennt ihn gar nicht alle richtig. Mann, dieser Kalschnerpe. Hey, verdammt, kannst du nicht aufpassen? Entschuldigung. Salak muss ein Kuss im Nerven sein. Los, komm. Spinner. Was? Spinner? Bist du jetzt fertig? Ja, aber mit diesem Sylo, diesem Schwein, mit dem bin ich noch lange nicht fertig. Das sage ich dir. Komm, hör auf, ich kann's nicht mehr hören. Das musst du aber. Der hat dich voll ausgenutzt. Schon vergessen? Der hat unsere Familienehre verletzt. Mehmet. Was ist denn?
mach's gut, Tom. Du weißt ja, Paris ist näher, als du denkst. Mach du es auch gut. War echt schön, dass ihr mal wieder da wart, muss ich sagen. Und wenn du Mickey Maus besuchst, komm ja nicht auf die Idee, dich bei uns nicht zu melden. Keine Sorge, ich will mir ja keines türkisch Fluch zuziehen, Alter. Pass auf dich auf. Sülo. Ciao. Ciao. Der wird das bekommen, was er verdient. Tschüssi, Manuel. Tschüss. Seine Lösung. Löse dich von allem, was dir Schmerzen bereitet. Nur so bekommst du einen klaren Kopf. Du kannst dich auf deinen Plan konzentrieren. Hauptsache, es ist bald alles vorbei. Liebling, ich bring dem Papa nur schnell was zu essen. Bin gleich wieder da. Frank, seid ihr hinten? Ja. Timmy, mein Mensch, Schatz, wie geht's dir denn? Komm zu Mama. Komm her. Ihr bekommt mein Kind nicht. Ihr nicht. Paris? Timmy ist weg! Es ist viel passiert. Kurzschlusshandlung. Wollte Annalena Timmy nur ein bisschen für sich haben oder hat sie tatsächlich ihr Kind entführt? Im nächsten Marienhof. Die Sendung wurde gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen.